Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir haben einige Aufträge bekommen, Missionen, für die natürlich alle schon benutzen, machen, tun können, das weiß ich nicht. Was halt mal Anna hat mir erzählt, ein paar Roboter im Feldeinsatz, Geist aufgegeben, KI-Chips, okay. Das ist wie weit entfernt? Das ist gar nicht so weit entfernt. Das ist. Ach ja, jetzt muss ich ja wieder näher dran. Und ich würde vorschlagen, das erledigen wir jetzt auch einfach. Und gucken mal, ob wir es überhaupt schon schaffen. Bis jetzt hatte ich noch keinen Roboter. Mikro ist ein bisschen zu nah. Also ich habe bis jetzt noch gegen keinen Roboter gekämpft. Wer ist das denn? Shorty? Was ist? Ach so. Ich bin hier, um eine Lieferung abzuholen. Ach ja? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir beide in einer Geschäftsbeziehung miteinander stehen. Also frage ich mich, was ich von dir halten soll. Ich bin im Auftrag von Godehard unterwegs. Godehard? Wer soll das sein? Ach ja, ich erinnere mich. Du redest von diesem gebeutelten Typen, der sich den Arsch für ein paar Blecheimer aufreißt. Das ändert natürlich alles, mein Freund. Also, was wolltest du noch mal von mir? Ersatzteile, eine Menge davon. Ersatzteile? Ach ja, ich erinnere mich. Die Ersatzteile. Natürlich habe ich sie bei mir. Gut verpackt und 1A-Qualität, wie immer. Aber jetzt habe ich eine Frage. Kannst du mich überhaupt bezahlen? Hältst du mich für mittellos? Natürlich nicht, Partner. Hier sind die Splitter für Godehards Lieferung. Und der Rest? Welcher Rest? Der Rest, der durch die gestiegene Nachfrage zustande gekommen ist. Um genau zu sein, das Doppelte. Also, brauchst du weitere Lektionen in Angebot und Nachfrage oder rückst du langsam damit raus? Bitte. Wir können das auch anders klären. So verhandelt man aber nicht. Aber deine primitiven Methoden zwingen mich dazu, den Preis etwas zu drücken. Ich erlasse dir 50% der Summe. Abgemacht? Du bekommst nicht einen Splitter mehr, als ausgemacht war. Komisch, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich bekomme, was ich will. Du siehst mir nicht gerade pleite aus. Ich denke, ich werde selbst nachsehen, ob du nicht noch mehr Splitter in der Tasche hast. Dich hole ich mir! Mehr verdulden wir hier nicht. Oh, bitte, bitte, fall da runter. Hurala. Ob der da wieder rauskommt? Ich hab einen Bug. Hilfe. Scheiße. Ach, Shorty ist tot. okay. Wo waren die Figur? Achso, da hinten irgendwo. Ja, da ist auch schon was Böses im Anmarsch. Ich habe keine Patronen. Bringt mir überhaupt nichts, das Ding. Seelenkraut? Oh, nee. Da oben irgendwo. Trotzdem will man natürlich. Ach so, hier, alte Welt. Ja, klar. Huch. Hinten läuft die Lava noch. Oh, die Blumen leuchten. Wie geil ist das denn bitte? Wo sollen die Viecher denn sein? Haar im Mund, ey. Okay.
ziemlich unheimlich, hier so im Dunkeln rumzulaufen. Ach, so weit weg können die doch gar nicht sein. Und ich wette, ich bin immer noch zu schwach dafür. Musik fängt an. Oh. Kann ich jemandem helfen? Wow, das ist aber keine Absicht, dass der hier auch ist. Oh Gott, oh Gott. Das geht auch noch schief. Oh Gott. Ich glaube, ich habe meine Aufgabe nicht erfüllt. Der ist viel zu stark. Wie viele habe ich denn jetzt? Okay, jetzt schnell. So. Ja, das geht auch schief. Ich renne mal eben. Ja, ich habe nur 4. Das ist auch eine. Die kriegen wir doch nie im Leben tot, ey. Das Vieh brennt schon. Warum brennt das Vieh? Der mit der. Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Oh, oh, oh. Nein! Scheiße! Boah, die ist viel zu stark, ey. Die kriege ich noch nicht tot. Ah, Kaya, du bist wieder da. Es geht los. Feuer ist sehr gut gegen das Ding. Kaya macht das schon. Ich habe vollstes Vertrauen zu ihr. Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Und wieder muss ich Kaya alleine lassen. Und sie ist schon tot. Hurala. Oh, das krieg ich doch so nicht hin, ey. Oh mein Gott.
weiß nicht, wie ich das... Ich habe keine... Waffen hier. Ich könnte das Ding gar nicht... Ach, geh doch mal aus dem Weg da. Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Regenerier dich erstmal wieder, ey, Mädel. Was die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Meinst du, bist wieder in voller... Ach, mein Gott, ich will das Ding da kaputt kriegen. Ich lasse mir das jetzt aber nicht nehmen. Und speichere ab. Ich habe das Gefühl, wir schaffen das. Geh weg da! Nein! Ich krieg das Vieh noch nicht kaputt. Ich habe überhaupt keinen... Ich habe gar keine Chance. Also renne ich... Achso, ich brauche gar nicht wegrennen. Was ist denn jetzt los? Ach, kannst du vergessen. Na gut, ich weiß ja, wo es ist. Hilfe gesucht, sitzt im Hort, der Klinkerfestival ausgesucht hier werden möchte mit seinem suggestierten Freund Wolf und Kosso. Ich glaube, Eva mit einem misswilligen Kleriker hat gesagt, er bräuchte ein paar spezielle Ersatzteile. Ach, so haben wir auch. Ursache und Wirkung. Das Lager der Kleriker wird vom Nordosten zum Tatenbetrotzisations ernst und Hagen möchte, dass ich herausfinde, was sie dort anlockt. Wie weit ist das entfernt? Das war noch ein ganz schönes Stückchen, ne? Kaya, wir müssen hier wieder raus. Das sind für ein Vieh. Ach du große Neune, was gibt's denn hier alles für Dinger? Oh, du bist noch böse. Kaya, der ist noch sehr böse. Das Blut auf dem Stein. Ach so. Boah. Was? Das Vieh verfolgt uns. Oh mein Gott. Guckt euch Kaya an. Unsere, die, wie die dagegen kämpft. Hammer, ne? Oh Gott. Sag mal. Ist doch nicht mehr normal. Huch. Da gibt's ja nicht, ey. Oh, ich weiß nicht, was hier los ist, Leute. Huch, ich muss erstmal nach hier oben. Okay, hier oben ist scheiße. Ja, sehr scheiße, ich weiß. Jawohl. Leck mich doch, ey. Sag mal. Ich weiß gar nicht, was los ist. Jetzt ist mal Ruhe hier. Bin ich überhaupt richtig? So, das Vieh geht erstmal gerade weg.
Kaya ist auch wieder da. Irgendwas sitzt direkt hier unten. Ach, da. Mhm. Hallo? Wow, 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 wow. Jetzt schlage ich auch endlich. Huchala. Ih, was ist das denn da unten? Ein Moloch. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Okay, das ist auch noch zu schwer für uns. Mhm. Kein Problem, kann ich mitleben. Machen wir erstmal die kleinen Dinge. Wieso komme ich denn da nicht weiter? Jetzt komme ich weiter. Ja, ich möchte gerne dahin. Dann muss ich erst die kleinen Sachen erledigen. Okay, gut. So. Quest. Glaubensfrage. Oh. Dass Eli beim Ausbruch aus dem Hort helfen soll und ihn unter einen Vorwand vor den Hort locken soll. Einmal dort angelangt, sollte es ein leichtes sein, ihn zu erledigen. Ein gefolgter Wolf hat mich berichtet, verrückte Outlaw namens Eli. Mhm. Kann auch kaum noch etwas Genießbares zu essen kochen, die nächste Lieferung. Ach ja, genau. Ursachenwirkung. Das Lager der Krieger wird von Norden aus von Mutanten. Das kannst du vergessen, da war ich gerade. Glaubensfrage. So, machen wir die erst. Obwohl, aus Altmachten. Oh. Und sich irgendetwas an der Sache ist faul. Können wir das Zutritt verschaffen? Xander verweigert mir den Zutritt zum Lager der Kleriker. Solange ich weder Händler bin, noch als Rekrut erwählt wurde, lässt er mich nicht ins Lager. Der zweite Hinweis. Mhm. Ach mein Gott, was mache ich denn jetzt? Zersetzende Kräfte, Dietrich, Reinhold sorgt mit Zusammenhalt im Lager. Dächtiger in Elixhandel bekommen. Personenkreis wurde 3 Leute begrenzt. Oswald. Mhm. Nächtliche Geschwörungsmänner haben an Elixhandel frischer Tat ertappt. So, ich mache jetzt das erst. Jetzt habe ich hier auf die Karte geguckt. Aber der Gruppenwache war ich schon. Jetzt gehe ich mal zu der Fabrikwache. Ich muss erst diese kleinen Sachen erledigen. Also das ist ja... Ich bin ja noch sowas von zu schwach. Das geht einfach nicht. Hä? Okay, dann muss ich da wo rein. Ah. Rückenproblem. Was möchtest du?
Wegen dem Elex-Handel hier im Hort. Moment, woher weißt du davon? Reinhold schickt mich. Ich soll mir eure Protokolle von der Tatzeit anschauen. Dich schickt er dafür? Na gut, er wird schon wissen, was er tut. Hier hast du mein Protokoll über die Verdächtigen. Mehr als das weiß ich auch nicht. Kann ich das Päckchen nicht aufmachen? Ich gib's erstmal ab. Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Diesen Kasten habe ich von deinem Lieferanten bekommen. Sehr gut. Jetzt kann ich den Fehlstand der letzten Zeit aufholen. Du hast verschwiegen, dass du dich von einem Outlaw beliefern lässt. Das ist von der Führung so abgesegnet worden. In Notzeiten ist jedes Mittel recht. Na. War das dann alles? Dein Lohn steht noch aus, aber das haben wir gleich. Da, nimm. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Wir sind auch ein bisschen knittiger, also die Berserker haben besser gezahlt. Nächste Wache. Nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, ich habe mir das eine Protokoll habe ich mir ja durchgelesen und da war ich der Meinung, dass es Hagen war. Aber es kann sich ja immer noch ändern. Es könnte ja immer noch jemand anders sein. Dass er da so ein Päckchen bekommt und so, das ist natürlich schon ein bisschen seltsam. Dieser Gottherd oder Goddard oder wie der heißt. Ach, mit dem muss ich reden. Okay. Was kannst du mir über den Elex-Handel hier im Hort sagen? Na, sieh mal einer an. Dich hat also Reinhold geschickt, die Sache aufzuklären. Interessant. Die Zeit ist gekommen, deine Schuld einzulösen. Was? Du erinnerst dich. Ich habe dich in unser Lager gelassen mit der Bedingung, dass du mir einen Gefallen schuldest. Egal, wer der Elex-Händler wirklich ist. Ich will, dass du Siegfried beschuldigst. Warum ausgerechnet Siegfried? Überleg doch mal. Drei Verdächtige. Wie hoch ist die Chance, dass er es nicht sowieso ist? Abgesehen davon ist Siegfried der einzige Händler hier im Hort, der mir nichts schuldet. Also habe ich keine Kontrolle über ihn. Ich kann hier keine Händler gebrauchen, die unreguliert Waren verkaufen. Ich will, dass du dafür sorgst, dass Siegfried des Elex-Handels beschuldigt wird. Alles klar? Und was ist, wenn ich es nicht mache? Das wäre eine schlechte Entscheidung. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Ich lasse dir weiterhin die Wahl. Falls ich mitkriege, dass du Siegfried beschuldigt hast, bin ich zufrieden. Aber wenn ich mitkriege, dass Siegfried nicht beschuldigt wurde, naja, du wirst schon sehen, was du dann davon hast. Wie dem auch sei, hier hast du mein Protokoll. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück und er ist sowieso der Täter. Enttäusch mich nicht. Ja, mit Sicherheit nicht. Aber lesen wir denn mal. Wo muss ich dafür nochmal hin? Ah. Okay, ich muss die Tagebucheinträge noch lesen. Da. Überwachungsprotokoll 2. Ich wurde von Reinhold dazu angehalten, nach gewissen Personen Ausschau zu halten. Leider konnte ich Siegfried am fraglichen Tag gar nicht sehen. Ich frage mich, was er wohl getrieben hat. Und Hagen konnte ich den ganzen Tag beobachten. Nur mittags war er plötzlich verschwunden. Dafür habe ich Oswald mittags gesehen. Siegfried wurde von mir von Mittag bis Morgen beobachtet. Er konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Hagen wurde von mir die ganze Nacht beobachtet. Es konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Oswald konnte ich morgens beobachten. Es konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. PS, ich wünschte, alle würden sich an die Protokollierungsform halten. Ja. Ich würde vorschlagen, wir tun dann einfach das, was uns gesagt wurde. Und beschuldigen Siegfried dann. Wo muss ich denn dann dafür hin?
Muss ich dann persönlich zu Siegfried gehen oder reicht das dann, wenn ich zu... Ich glaube, ich muss wieder zu den Typen gehen hier. Zuzutrauen wäre, dass es er ist, ey. Ach, ich muss mich da ja auch noch irgendwo reinschleichen. Muss ich auch noch machen. Ich speichere mal das Spiel, weil nicht, dass ich nachher aus Versehen zu den Klerikern gehöre. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Du hast also eine Vermutung, wer es war. Das muss Siegfried gewesen sein, ja. Es muss Siegfried gewesen sein. Ist das so? Interessant. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Wenn er wirklich der Verdächtige ist, dann wird er seine gerechte Strafe erhalten. Wenn dies geschehen ist, wirst auch du das versprochene Kopfgeld erhalten. Handele im Namen Kalans und... Ah. Und jetzt zu Siegfried gehen oder wie läuft das jetzt hier? Wie soll das jetzt hier laufen? Ragnar hat seine Stadt Guasso, Vogelfeuer hoch. Boah, ich hab hier so viel. Ehrlich, ey. Dietrich? Dietrich? Darüber schweige ich mich aus. Darf man hier überhaupt rumrennen? Egal, wir machen es trotzdem. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Goldbrocken, Eisen, Eisen. Kann ich hier überhaupt... Ja, ich kann hier rein. So, du bist also einer der Neuen im Hort. Ist das so offensichtlich? Bei unserem geringen Anteil an menschlichen Soldaten fallen neue Gesichter schnell auf. Darum ist es gut, wenn ich dir ein paar Takte über mich erzähle. Ich bin der Kerl, der für die Ausbildungsplanung unserer Rekruten verantwortlich ist. Du kannst mich aber Dietrich nennen. Und bevor du weitere Fragen stellst, lass uns eine Sache gleich klarstellen. Wir alle müssen große Anstrengungen auf uns nehmen, um in den kommenden Zeiten zu bestehen. Disziplinlosigkeiten werde ich nicht hinnehmen. Glaubst du, ich liege nur auf der faulen Haut? Tun wir das nicht alle? Du siehst doch, wie es um unsere Welt bestellt ist. Wir bekriegen uns, anstatt die Trümmer der alten Welt zu beseitigen. Du willst also keinen Krieg? Ich will, dass wir diesen Krieg gewinnen, damit unter unserer Führung ein neuer Anfang gemacht werden kann. Das Einzige, was ich von dir erwarte, ist, dass du die herrschende Ordnung respektierst. Hängst du nur herum, oder wie kann ich mir deine Aufgabe vorstellen? Ich kümmere mich um innerdienstliche Angelegenheiten und die Koordinierung der Ausbildungsinhalte. Denn ohne eine konkrete Planung laufen die Übungen der gesamten Kompanie ins Leere. Ich kann unsere Akolyten schließlich nicht programmieren wie unsere Maschinen. Aber wenn sie das Training durchlaufen haben, wird man den Unterschied kaum feststellen können. Zusammengefasst gesagt, kümmere ich mich um die Theorie. Die Praxis setzen dann unsere Ausbilder um. Wie steht es um die Ordnung im Hort? Die Ausbildung der Kämpfer ist ins Stocken geraten. Hier und da erliegen sie der Versuchung und infizieren sich mit Elex. Ein unentschuldbares Verhalten. Das Zeug hat einzig als Energiequelle seine Berechtigung. Der Konsum ist strikt untersagt. Trotzdem wird es unter unseren wachsamen Augen reingeschmuggelt und zweckentfremdet. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun?
Du suchst die Schuld bei mir, weil ich neu bin. Ich wollte nur deine Reaktion testen. Hätte ich dich wirklich in Verdacht gehabt, wärst du längst in der Grube gelandet. Ich will, dass von den wahren Schuldigen nichts weiter übrig bleibt als ein Haufen Asche. Versteh mich jetzt aber bloß nicht falsch. Ich rede nicht von den Elex-Händlern, die Reinhold Kopfschmerzen bereiten. Die sind nicht meine Baustelle. Um die Sache habe ich mich auch schon gekümmert. So, dann hast du vielleicht ein Interesse daran, diejenigen ausfindig zu machen, die unser Eins mit dem Zeug beliefert haben. Und die werden wir nicht im Hort finden, sondern außerhalb. Wenn du mir also wirklich helfen willst, sei mein Gast. Wegen des Elex-Schmuggels. Ich helfe dir bei der Suche nach den Hintermännern. Nun, um die Quelle zum Versiegen zu bringen, müssen wir ihrer Spur folgen. Meine Informanten haben berichtet, dass die Lieferungen aus dem Süden stammen. Wir unterhalten dort in einer verkommenen Burgruine einen Vorposten. Ich will, dass dort alles auf den Kopf gestellt wird. Kooperieren unsere Leute nicht. Zeig ihnen diesen Befehl. Damit solltest du jedweden Widerstand brechen können. Cool. Warum vertraust du mir in dieser Sache? Weil ich mit Sicherheit sagen kann, dass du nicht zum Kreis der Verdächtigen zählst. Als sich diese Seuche hier ausgebreitet hat, warst du noch nicht zugegen. Außerdem vertraue ich dir nicht blind. Aber ich halte dich auch nicht für dumm. Du hast sicher längst erkannt, dass man mein Vertrauen nicht hintergehen sollte. Ich habe jemanden in Verdacht. So? Wer ist diese Person? Shorty, ein Händler der Outlaws. Und wo bist du auf diesen Outlaw gestoßen? Vor euren Toren. Ich nehme an, er wurde beseitigt. Ja, er ist tot. Gut. Aber ich bezweifle, dass dieses Subjekt hinter all dem steckt. Ein kleiner Fisch, der lediglich ein paar Splitter abgreifen will. Die wahren Drahtzieher wären niemals so dumm, sich so nah an den Hort zu wagen. Das wäre dann alles. Weggetreten. Schön, habe ich eine neue Aufgabe gekriegt. Ich will eigentlich keine mehr. Aber gucken wir mal. Der Lieferant Dietrich will die Hintermänner. Okay, das brauchen wir nicht. Aus Alt nach Neu. Anna hat mir erzählt. Von dem Feldeinsatz. Ja, als Hilfe gesucht. Eli sitzt im Hort. Ich weiß auch nicht mehr so. Ferdinand? Elis Waffe. Da ist Elis Waffe. Die hole ich jetzt, aber ich muss mich jetzt erst verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.